Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Community, zu einem neuen Video von mir, dem Sandrohand. Und ja, ich lade euch herzlich ein zu meinem Video, und zwar zu Hunger Games. Yeah. Okay, das ist die gleiche Map wie in der ersten Folge. Das heißt, ich kenne sie schon ein bisschen. Jetzt geht's auch gleich los, und zwar in 5 Sekunden. Ja, genau. Und ich probiere mir gleich eine Kiste zu angeln und mal schauen, was drin ist. Ja, jetzt nicht der absolute Hammer, aber es geht. So, gleich mal auf den Baum natürlich. So. Und jetzt auf Kistenjagd. Mal schauen, was hier. Okay, da ist eine. Okay. Ein goldener Brustpanzer ist schon mal nicht schlecht. Besser als gar nichts, sag ich mal. So. Dann latsche ich mal hier durch den Wald und in der Hoffnung, dass ich irgendwas finde. Okay, hier hinter mir ist keiner. Und jetzt gleich die nächste Kiste. Ja. Jetzt noch eine Kiste. Okay, das sind Erfahrungsfläschchen. Und eine Kartoffel. Eine gebratene Kartoffel, meine Damen und Herren. Das ist natürlich sensitiv, gell? Noch eine Kiste, noch eine Erfahrungsflasche. Dann können wir vielleicht einen Zaubertisch finden. Und noch eine Erfahrungsflasche finden, vielleicht. Unser Schwert, beziehungsweise unsere derzeitige Waffe verwenden und verzaubern. Das wäre natürlich ein riesiger Vorteil und bringt natürlich auch was. So. Hier rüber. Okay, hier ist auch richtig viel drin, aber hauptsächlich Nahrung und goldene Äpfel. Das ist natürlich gut. Goldene Äpfel sind immer gut. So. Tut mir leid, ich habe ein bisschen Schnupfen, aber darum mache ich die ganze Zeit. Tut das gut. So. Eine Melone. Hier wäre ein Zaubertisch, aber ich habe jetzt leider keine, nicht genug Erfahrungspunkte. Vielleicht hier? Nö. Natürlich nicht. Aber ein Bogen. Und 4 Pfeile. Das heißt, ich muss ein bisschen sparsam sein mit den Pfeilen. Aber ja. Es geht. Ja, und ich spiele hier nicht die großen Runden. Das heißt, es gibt ja noch 24er Runden. Also auf diesem Server. Das ist der Rennschnitzel, falls jemand interessiert. Und also wird so genannt, und ja, es gibt noch 24er, wie soll ich sagen, 24er Matches, wo eben 24 Spieler dabei sind, und dann gibt es auch noch die großen, beziehungsweise auf diesem Server die größten, die 64er. Das würde mir allerdings ein bisschen zu lange dauern. Das heißt, diese Folgen mit den 12er, wo 12 Leute dabei sind, gehen jetzt ungefähr 9 bis 10 Minuten. Das ist perfekt. Bei mir ist es so, umso kürzer, umso besser. Denn ich habe nicht das beste Internet, das heißt, es dauert saulange, um die Videos dann schlussendlich auf YouTube hochzuladen, auch im gerenderten Zustand. Und ja, ihr kennt's, Leute, das ist nervig. Das heißt, ja, bei mir ist besser, umso kürzer. Und ich werde vielleicht mal bei einem Special, so bei der 50. Folge Minecraft Let's Play Hunger Games, beziehungsweise Survival Games. Hunger Games sind ja mittlerweile, ist ein bisschen was Neues. Ich kenne mich zwar nicht so gut aus, aber mir wurde gesagt, das ist ein bisschen was Neues. Also dies
was ich jetzt spiele, sind offiziell die Survival Games. Und ja, wie gesagt, bei der 50. Folge kann man mal drüber reden, ob man jetzt vielleicht so ein 64er Spiel macht und da sein Glück probiert. Aber wie gesagt, jetzt muss ich so erst schauen, wie das bei euch ankommt, wie viel Leute das überhaupt schauen. Und ja, wenn das natürlich keiner schaut und das bei euch nicht gut ankommt, weil es das natürlich auch schon oft gibt. Oh, hier ist einer. Jetzt muss ich kurz aufhören zu reden, denn ich muss mich konzentrieren und ich hoffe, dass ich hier nicht sterbe. Aber ich habe einen Bogen und voll in die Fresse. Komm schon. Oh, jetzt versteckt er sich natürlich. Natürlich. Und jetzt kann ich. Jetzt kommt er vielleicht wieder hoch. Komm schon, komm schon. Nee. Jetzt hin und töten. Jetzt einen goldenen Apfel, aber der wäre. Okay. Das war gut. Das war gut. Ja, wie gesagt, ich muss erst mal schauen, wie das bei euch ankommt. Und ja, wenn es überhaupt niemand schaut, wenn es die Zeit und der Aufwand, es ist nämlich wirklich ein bisschen ein Aufwand, auch wenn es vielleicht, wenn vielleicht jeder meint, der keine YouTube-Videos macht, das sei kein Aufwand, ein bisschen zocken und auf YouTube stellen, noch ein bisschen rendern, fertig. Ja, so ganz einfach ist es auch wieder nicht. Es ist schon ein bisschen Aufwand. Und natürlich für mich als Schüler ist es dann, ja, gibt es nicht so viel Zeit, in dem ich zocken kann. Und ja, ist dann doch ein bisschen schwierig. Obwohl ich jetzt Ferien habe und doch ein bisschen mehr Zeit habe. Aber ich habe natürlich auch andere Hobbys als 15-Jähriger. Ja, wie gesagt, wenn das Video keiner guckt, beziehungsweise die Videos keiner guckt, dann mache ich mir natürlich auch nicht den Aufwand und render das Ganze, beziehungsweise nehme das Ganze auf, dann rendern und dann noch 5 Stunden vor dem PC hocken und das Ganze hochzuladen bei YouTube. Ja, diese Arbeit mache ich mir dann natürlich nicht. Oh, jetzt vielleicht ein bisschen. Diese Arbeit mache ich mir dann natürlich nicht, wenn es quasi nicht belohnt wird. Und ja, ich hab natürlich auch nicht so die Erwartungen. Es muss ja nicht unbedingt 2 Millionen Mal angeguckt werden, aber wäre dann schon schön, wenn so wie bei dem ersten Video meiner bisher unseres ersten Videos des Let's Play Togethers, wenn es zum Beispiel 20 Leute das angucken würden, dann wäre das natürlich schon ein bisschen erfreulich, weil man muss schon sagen, die Baureihe von Survival Games, die gibt es natürlich sehr oft, sehr oft. Generell Minecraft ist sehr, sehr oft hier auf YouTube zu finden und da ist natürlich schon ein bisschen, ja, soll ich sagen, schon ein bisschen Glück auch, dass man auf meine Videos stoßt. Aber ich hoffe natürlich auch auf meine Abonnenten, dass die das weiterhin gucken. Ich schaue natürlich auch bei euch ein bisschen vorbei und ja, und lasst vielleicht auch mal einen Kommentar da, das würde mir natürlich sehr, sehr helfen, wenn man schreibt, was einem gefällt oder beziehungsweise eher was einem nicht gefällt. Natürlich jetzt nicht so Hater Dinger wie du bist scheiße oder so, das hilft mir natürlich nicht. Man muss schon schreiben, was ich verbessern kann und ja, dann kann ich auch was verbessern, wenn man mir schreibt, was ich verbessern kann. Wenn natürlich einer schreibt, du bist scheiße, du bist hässlich, obwohl er mich noch nie gesehen hat, aber nur jetzt so als Beispiel. Man kennt ja die ganzen Leute auf YouTube, ich verstehe es auch nicht, aber ja, manche meinen dann halt eben, ja, sie müssen hier den Senf abgeben, beziehungsweise das Ketchup und ja, müssen hier halt so blöde Kommentare stehen lassen. Das ist natürlich für einen YouTuber, vor allem in der Anfangsphase, nicht produktiv beziehungsweise nicht aufbauend. Und wenn dann natürlich so Comics kommen wie, ja, dies und das könntest du vielleicht ein bisschen ändern und sonst ist eh relativ gut und weiß für sich alles, ich bin natürlich kein Profi, ich habe erst damit angefangen, dann ist das natürlich für mich schon, dann weiß ich auch, meine Videos hat man angesehen und man will mir auch helfen, ne? Und so kann man natürlich auch
Verbesserungsvorschläge quasi umändern und dann bei den nächsten Videos besser machen. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Showdown. Ich hoffe, es geht so aus wie beim letzten Mal. Das war natürlich sensationell. Das war natürlich auch ein bisschen Glück. Ich wusste natürlich nicht, wie viele Gegner da am Schluss noch hatte. Aber ich versuche jetzt mein Glück und vielleicht geht's ja gut. Das ist ein Zweierteam. Ich glaube, das ist ein Zweierteam. Das ist ziemlich sicher ein Zweierteam. Das heißt, ich habe wahrscheinlich ziemlich sicher keine Chance. Aber vielleicht, ja, ich habe keine Chance. Ja. Aber ich habe mein Glück versucht, liebe Leute. Und ich bin schlussendlich Zweiter geworden. Das ist auch nicht so ein schlechtes Ergebnis. Und ja, ich verabschiede mich hiermit. Das heißt, auf Wiedersehen, liebe Leute. Dann schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Let's Play Together. Fuck, Alter. Ich meine natürlich nicht Let's Play Together, sondern Let's Play Survival Games. Auf Wiedersehen.